Wir sind heute am Hauptbahnhof vom AC-Hotel. Wir werden gleich im AC-Hotel ein Interview mit Tabea Rössner führen, eine der drei aussichtsreichen Kandidatinnen für den Oberbürgermeisterwahlkampf in Mainz. Frau Rössner, guten Tag. Wir haben Oberbürgermeisterwahlkampf. Was war Ihre Motivation, sich zu bewerben? Was war Ihre Motivation, den Hut in den Ring zu werfen? Ich bin vor 24 Jahren nach Mainz gekommen und ich habe mich in diese Stadt verliebt. Ich möchte dieses Lebensgefühl, das Mainz ausmacht, gerne erhalten und auch für meine Töchter erhalten. Ich merke gerade, es gibt viele Weichenstellungen, es gibt eine große Veränderung, es gibt viel Zuzug. Das führt auch zu Konflikten in der Stadt und wir haben große Herausforderungen, die möchte ich gerne angehen. Und ich mache das um meinen Töchtern und vielen anderen Generationen dieses Lebensgefühl in Mainz erhalten zu können. Und was ist vor diesem Hintergrund Ihr persönlich wichtigstes Thema? Wir erleben in Mainz, wie auch woanders, den doppelten Klimawandel. Wir haben die Klimakrise, die uns vor Herausforderungen stellt und wo jetzt die Weichen gestellt werden müssen, damit wir auch die Lebensgrundlagen für unsere Enkel und Urenkel zu erhalten. Also eine enkeltaugliche Politik zu machen. Und wir erleben auch den Klimawandel im Gesellschaftlichen, gerade auch in Mainz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Und dafür trete ich ein. Danke, dann bis gleich.